Was geht ab? Und willkommen zurück in der Welt der Attentäter in Hitman Trademark. Im sechsten Teil, wir fangen an, hier ein wenig wieder den Spielstand zu laden und, ja, werden uns jetzt der letzten Tutorial-Mission widmen, die ein wenig anders lösen als noch in der Beta-Zeit. Und ja, mal schauen, wie es verläuft. Ich glaube nicht so gut, aber ich gebe mein Bestes. Ich gebe einfach mein Bestes. So, ich glaube, hier lernen wir jetzt auch wieder das Belauschen. Genau. Did you print out the safety protocol for the jet? It's on the clipboard. Look, do we really have to do this? All things considered. We're putting a pasty-faced egghead inside a Mach 3 fighter jet. Yeah, I kinda think we do. I get it. Safety first and all that. I don't care which one of you does it, it's mandatory. Just tick the box and get it done. Nein, wir möchten die Gelegenheit nicht verfolgen. Ich habe es nämlich letztes Mal gemacht in der Beta. Es ist cool, keine Frage. Ich habe das Geld übersehen, oder? Ja, ich habe das Geld übersehen. Ah nein, wir haben es dabei. Oh, sehr gut. Da ist noch eine Münze, Mensch. So, auf den da hinten warten wir jetzt kurz. Der kommt nämlich bis auf ein paar Meter ran. Ja, komm schon, geh weg. Wir müssen deinen Kollegen hier ein wenig, nennen wir es, erleichtern. Nein, jetzt mal im Ernst, geh, danke. Zack. So. Nicht-Ziel-Tötung, ich weiß. Ihr müsst aber damit klarkommen, dass ich auf diese Art und Weise spielen werde. Da werden einige Nicht-Ziel-Tötungen kommen. Und mit einigen meine ich wirklich, oh meine Fresse, da kommen verdammt viele. So, die erkennen uns, die nicht. Aber das sind auch nicht unsere Ziele. Wir müssen einen General finden. Oder irgendwie sowas. Der hier rumläuft. It doesn't make sense. The man is like a sitting duck, staying in Cuba. It's only a matter of time before Langley catches up with them. So, normalerweise könnten wir nämlich hier mit einem Schleudersitz hochjagen. Aber genau das ist das, was wir diesmal nicht machen wollen. Und was ich mit diesmal meine, ist natürlich ganz easy gesagt. Guckt am besten mein Beta-Let's Play. Yes. So shoot me. They might just do that. Those are military secrets. Bunch of projector slides, travel route or something. Pretty dull, really. Well, there's a soldier coming by to fetch him, so stay clear, okay? Friendly advice. All right, I hear you. Das ist jetzt schon wieder interessant. Depicting Knight's escape route from Cuba to his new home in the Soviet Union are ready for pickup at the reception. Death Security expect a soldier to fetch the slides, whereupon the KGB officer and Knight will likely retreat to the upstairs office. Aha, hinterlegt. In das Büro im Obergeschoss begeben. Ein KGB Officer. Also sowas da, oder? Okay, she's refueled and ready for takeoff. Verkleiden Sie sich als Soldat. Okay, naja, wir haben jetzt wieder eine Anweisung. Yeah, go ahead. I disabled the ejector seat mechanism. Good man. So, wir gehen mal auf Nummer sicher. Normalerweise hätte ich jetzt echt gerne eine Remote dabei. Miles from US soil. CIA is hot at his heels and his hands don't even shake. Okay, ich weiß, wie wir den kriegen. Wartet. Ach, G, Entschuldigung.
does look concentrated. Yeah. So, den kriegen wir. Trying to solve some chess game. Hier hinten sieht ihn auch keiner. So, verkleiden uns mal. Gelegenheiten bieten ihren Wegpunkt zurzeit aktiv oder kleinste Hinweise, an denen sie sich orientieren können. Sie können auch ganz abstellig werden. Okay. Wegpunkte lassen hätte ich gerne, ehrlich gesagt. So, hier ablegen. So, damit keiner Verdacht schöpft, ist an. So, die nehmen wir mal mit, sicher ist sicher. Ach, hier können wir ihn... Ich vergesse immer, dass er die fallen lässt. Wenn man... So, legen Sie sich vorhin auf den Overhead-Projektor. So, die erkennen uns jetzt erstaunlicherweise alle. Also gehen wir außen rum. Die nicht, sehr gut. So, wir haben zur Not mal das Gewehr ausgerüstet. Der auch nicht, sehr gut. Ich bin mal gespannt, wo das jetzt hinführt. Da ist der KGB. Blablabla, Typi. Der quintessential good Russian. Makes it all the way to the inner circles of Washington. Good thinking, Initiate. This should keep Knight's attention for a while. So, den müssen wir auf jeden Fall umnieten. Der ist einzigartig und wieder die perfekte, perfekte. Doesn't in the middle of a crowded party, poison coated chess pieces. Doesn't strike me as the type. Best kind of spy. So this guy might know Janice. Ja, die Gelegenheit will ich auch gern haben. Das war Escape, nicht F1. Jasper Knight is demanding that his girlfriend accompanies him to the Soviet Union, and he refuses to leave until he gets affirmation from his superiors in Moscow. The call will come through in the restricted, but otherwise unguarded, radio room. Think about it. You might know who Janice really is. Whoever he is. So, als nächstes brauchen wir ihn. Bisschen schneller laufen hier. Ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen, ihn zu ermorden. Ohne dass es jemand sieht. Ich würde ihn gerne ansprechen. What did I tell you, people? Go fetch us a bottle of vodka. How hard can it be? What did I tell you, people? Go fetch us a bottle of vodka. How hard can it be? Wir sollen eine Flasche Wodka holen. Schade, ich hätte mich gerne als er verkleidet. Eine Flasche Wodka möchte er haben, der Genosse? Dann soll er die Flasche Wodka bekommen, der Genosse. Hier geht's nach draußen, ja. Was? Achso. Hier liegt keine Flasche Wodka drin. How hard can it be? Ja, na, ich war... Billardkugel. Oh, der erkennt uns. Gefällt mir nicht. Ich dachte gerade so, hä? Billardkugel, was ist dann so gefährlich? Gehst du weg, bitte? Stüppi, du. Good grief. You people don't disavow, do you? It's not the Concord. Carry on. Eddie, soldier. Dürfen wir hier auch rein, oder... Es ist eine restricted area. Nee, wir dürfen hier rein. So. Da ist eine Büste. Aha, Feueralarm und so. Ja, ich hätte gedacht, vielleicht finden wir hier drin Wodka. Ganz ruhig, wir werden nicht entdeckt. Ich wollte es halt mal auf eine andere Weise... Ich wollte mich auch nicht hinhocken. Ich wollte es halt eigentlich mal gerne auf eine andere Weise, Art und Weise lösen. Als letztes Mal. Und deswegen... Ja, ist halt aber schwierig.
Gott, haben wir ein volles Inventar. Geht er jetzt da rein? Oh, das ist ja richtig einfach. Jo, ich möchte gerne mit ihm reden. Danke, danke, danke. Wo ist der Herr? Da. Und tschüss. Und wir sind der General. So, Freunde. Freunde. Wir sind der General, jetzt kann uns keiner mehr was. So, ich möchte doch trotzdem gerne noch den Wodka haben. Irgendwie, eigentlich. Ach, egal. Ich mach mal ein bisschen hinne. Dann können wir wenigstens noch was von der Story erfahren. Ach so, ich verstehe. Ach, das wäre auch ne... Doch, das würde ich gerne auf jeden Fall machen. Okay, sorry, Freunde, aber das geht so nicht. Wir müssen den Wodka finden. Hier ist ja nochmal Rattengift. Brechmittel. Der gleich zweimal. Das ist nämlich perfekt. Ja, wobei eigentlich... Ach, komm. Follow me. Lubyanka's on the line. My superior wants to speak to you personally. Nein, follow me. Lubyanka's on the line. My superior wants to speak to you personally. Glitscht er einfach durch die Tür durch. Läuft bei ihm. Würde ich mal so sagen. Das Gute ist, wir können den guten Herrn Ritter. Ja, das ist der zweite Ritter hier in der Tafelrunde. Können wir die Leute eigentlich. Doch, tatsächlich, man kann sie schubsen. Ach, das ist ja interessant. Ich bin ehrlich, ich hab's nicht erwartet. Good job, Initiate. This should keep Knight occupied for a while. Nein, noch nicht. Huh. I know that model. Thank you. I'll take it from here. Wow, KGB. Really? This is Blind Taylor. Come in center. Hello, I repeat. This is Blind Taylor. Come in center. Die werden nichts merken. Wir sind zu schnell. Und zu gerissen. Können wir uns eigentlich auch Hot Jasper na. Nee, so wird's ja dort. Okay, ich dachte schon. So, und jetzt können wir ganz entspannt nach draußen gehen. Bei uns kann ja keiner mehr kennen. Es könnte jemand den Blutfleck da sehen, aber ich glaube, den erkennen die nicht. Jo, läuft bei dir, Bro. Ach, da hinten ist eine Treppe. Jörg Dilla. Khodosho. Ich muss kurz überlegen, was das heißt. Ich hatte mal Russisch in der Schule. Ist aber schon ein bisschen länger her. Ach komm, wir rennen jetzt einfach. Das dauert mir zu lange. Frag mich, wo der Wodka war. Ich frag mich wirklich, wo war der Wodka? Das hätte ich echt gern noch gewusst. Einschalten. Heckgebiet wird untersucht? Achso. Weil ich das angemacht habe. Ah, verstehe. Ich frage mich echt, wo war der Wodka? Das wüsste ich jetzt echt gern noch. Wahrscheinlich hier unten irgendwo oder da ganz oben, wo wir ja nicht waren. Aber ich frage mich echt, wo der war. Congratulations, Agent.
You are cleared for field duty. So, Freunde, wir haben es geschafft. Das war das Tutorial. Mal wieder. In zwei Parts. Ist okay. Letztes Mal haben wir es ja auf drei ausgestreckt. I hope you know what you just did. The chopper leaves at dawn. Now get out of my sight. Das Gute ist, wir können auch die Mission anfangen und dann währenddessen einfach speichern. You go back into the world, disappear, stay on your own and on the move. When we need you, we will contact you. And so does. He played his hand and he lost. He cannot touch us now. Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. I should tell you, the trail went dead after Romania. Our team found no records of any kind, no name, nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. Agent 47. Das ist es, was ich hauptsächlich wahrscheinlich versuchen werde. Permanent, immer und immer wieder. Und das, weil es cool ist. Tja, man sollte den Kugelfisch nicht unterschätzen. You were always the best. Nobody ever came close. You define the art, and it defines you. Your actions have changed the world. Powerful men have fallen by your hand, but by the same token, others have risen. Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA? Does your handler? I live in that world. I have seen the consequences. I have felt the cost. That's what defines me. Ich hoffe, wir dürfen die Mission immer noch so vorbereiten wie damals in Hitman Blood Money. So, Freunde, das war das Tutorial. Eigentlich haben wir ja keine Zeit mehr, um in die erste Mission zu starten. Aber einfach, ich will sehen, wie es ist. Your destination is the Paris Fashion Show by Sanguin, one of Europe's leading couture brands. Your targets are Sanguin owner Viktor Novikov, a former oligarch turned fashion mogul, and his partner Dalia Margolis, a retired supermodel. An iconic power couple on the global fashion scene, and two of the most dangerous people in the world. Novikov and Margolis are in fact the ringleaders of Iago, an enigmatic spy ring that deals in the global elite's most valuable secrets. Unscrupulous and opportunistic, Iago has caused disastrous security leaks all over the globe. When Crimean separatists caused a deadly meltdown at the Odessa nuclear power plant, Iago gave them access to the plant security network. And when the Delgado drug cartel shot down the plane of President Hernandez and his family, Iago provided the classified flight plans. Now Novikov and Margolis have obtained a knock list of British undercover agents, which they plan to sell at a secret Iago auction during the Sanguin show. So our client, MI6, need us to stop the ringleaders before the knock list ends up in the wrong hands.
The Sanguine Show will be swarming with security, and Viktor Novikov will be the focus of everyone's attention. But despite his posturing, he is merely the money man. The real target is Dalia Margolis, beautiful and brilliant. She is a master manipulator and the true brains behind Iago. Two targets, a highly public event. At first glance, an impossible task. Then again, I do know how you love a challenge. I will leave you to prepare. Hui, das macht Spaß. Das ist schön, so eine Missionsbriefings liebe ich, diesen Hammer. So. So, Einsatzziele wissen wir. Viktor, ich lese die Texte auf jeden Fall nochmal vor. Okay. Großes Agentur-Pickup, Kellertreppe. Okay. Interessant, wenn ich ehrlich bin. Die ICA-19 hat auf jeden Fall einen Schalldämpfer, besser. Ah, moderne Spritze, tödliches Gift. Eine Mine, die Klavierseite. Ich nehme auf jeden Fall die Mine mit. Klavierseite ist ja Standard, die muss auch mit. Verkleidung Smoking war klassisch. Ah, dann lassen wir den Smoking drinne. So gefällt mir das, aber das Planning ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu... Ich weiß nicht. Bisschen zu wenig. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie noch mehr Waffen dazu kriegen. Oder so... Startpunkt... Oh, wir können sogar einen Startpunkt dann wählen. Mit Verkleidung. Ach, wir müssen eine Herausforderung dafür abschließen, dass wir das hinkriegen. Aha, aber auch nur in den entsprechenden Missionen. Das heißt also, spielen müssen wir sie auf jeden Fall einmal normal. Okay, das ist auf jeden Fall ein interessantes Prinzip. Also es gefällt mir, es ist schon mal nicht schlecht. Aber können wir eigentlich irgendwo speichern? Waffen. Ein Tech 4R. Eine Tech MP. Die sehen ja alle gleich aus. Okay, hier kriegen wir also Waffen. Müssen wir die finden oder kriegen wir die auch so frei? Statistiken. Kopfschüsse 2. Unbemerkte Kills 3. Unfallkills 1. Schusswaffenkills 2. Verkleidung kriegen wir auch, okay. Frag mich auch gerade, warum wir eigentlich kein Sturmgewehr oder so mitnehmen können. Oder eine MP. Eine MP kann man in der Regel nämlich auch noch in der Tasche verstecken, sozusagen. Meisterschaft? Was ist das hier? Hier. Waffe Jäger 7. Ein Gewehr für moderne Scharfschützen. Sehr akkurat und im Modulen... die extensive Anpassung ermöglichen. Meisterstufe 5. Aha. Schalldämpfer, leise, geringe Reichweite. Unterschall, sehr leise, geringer Schaden. Aufklärung. Schnelle Zielerfassung, höhere Kadenz. Dann haben wir hier noch die Silverballer. Die will ich ja haben. Fans und Sprengsatz. Okay. Brauchen wir aber erst Meisterschaftsstufe 5. 6000 Erfahrungspunkte für die nächste Stufe brauchen wir auch erst. Okay. Oh Gott, wir müssen uns hier noch so viel anschauen. Oh, die Auftragserstellung.
Da müssen wir uns auch nochmal reinfuchsen. Das ist auch wichtig. Das mache ich auf jeden Fall auch im Let's Play. Ah, und die Meisterschaft, Paris-Meisterschaftsstufe. Also gibt es hier x Missionen, sagen wir mal 20 zum Beispiel. Und wir sammeln Meisterschaftspunkte. Und ich glaube, wenn wir hier Sidequests machen, so Herausforderungen, glaube ich, dass wir dadurch dann auch noch zusätzlich XP mehr kriegen. Das heißt also, wir können, ich werde mal versuchen, möglichst in der ersten Mission schon irgendwie Meisterschaftsstufen ein bisschen aufzuleveln. Hier Attentat, lautloser Kill, absolvieren Sie Showtripper, töten Sie Ihre Ziele, verstecken Sie alle Körper und bleiben Sie unbemerkt. Oh, plus 5000. Bringen die alle so 5000? Zünden Sie das Feuerwerk, töten Sie Diller und Vigor innerhalb von 10 Sekunden mit einem Scharfschützengewehr. Hey, guck mal, haben wir nicht. Und bleiben Sie unbemerkt. Erschlagen Sie Victor mit einem Lautsprecher, das sollten wir hinkriegen. Töten Sie Victor mit einer Schusswaffe, während er auf der Bühne ist. Das sollten wir eigentlich sogar auch hinkriegen. Lassen Sie während der Auktion den Kronleuchter fallen. Komm hier hinten, dann. Da war was mit mehr. Das bringt nur 1000. Sehen Sie zu, dass keine Körper gefunden werden und falls Sie von Kameras gefilmt werden, sollten Sie die Aufnahmen vernichten. Okay, aber hier können wir richtig gut leveln schon. Der Wunschbrunnen, Entdeckung. Verlassen Sie Paris durch den Keller. Starten Sie in der Umkleide als Koch verkleidet. Starten Sie bei der IAGO-Auktion. Ah, cool. Gott, wir können hier richtig. Wir können schon allein im ersten Level richtig gut hochleveln. Schlagen Sie jemand mit dem Piano K.O. Wie behindert das klingt. Okay. Ein Drink zum Sterben. Mixen Sie einen Bare-Knuckle-Boxer für. Okay. Hacken Sie Delias Computer und sabotieren Sie die Auktion. Machen Sie Sebastian Sato krank. Nehmen Sie als Mr. Reaper an der Auktion teil. Ach, das ist auch interessant. Gott, hier gibt es so viele Sachen, die man machen kann. Gott, da haben sie sich jetzt aber wirklich selber übertroffen. Also ich glaube, wir werden die Mission einmal normal spielen. Leider halt ohne Scharfschützengewehr. Aber ich werde danach, glaube ich, oder vielleicht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, je nachdem, wie ich Zeit finde, offscreen mal ein bisschen die Mission spielen. Ihr kennt sie ja dann. Wisst ja, was man da machen kann. Ich zeige halt jetzt nicht alles, aber ich werde halt versuchen, mal so ein paar Nebenmissionen zu machen, dass wir an den Sniper rankommen. Dass wir vielleicht im nächsten Einsatz schon eine Sniper haben. Entdeckung Meisterleistung gibt's auch. Was? Töten Sie ein Ziel durch einen Unfall. Hups. Schießen Sie die folgenden Attentätsherausforderungen ab. Klavierspieler voller Vorteile. Also voller Vorurteile, Entschuldigung. Halten Sie meine Haare. Sauberer Schuss. Geschmack und spurlos. Töten Sie ein Ziel mit der Klavierseite. Tausend. Chamäleon, rüsten Sie alle Verkleidungen in der Mission aus. Töten Sie ein Ziel mit einem Kopfschuss. Das kriegen wir hin. Töten Sie ein Ziel durch Ertränken. Töten Sie ein Ziel durch tödliches Gift. Töten Sie Ziele mit einem Scharfschützengewehr. Töten Sie nur ihre Ziele und bleiben sie unbemerkt. Nee, das Scharfschützengewehr kenne ich nicht. Eliminieren Sie Sebastian Sato. Verstecken Sie den Körper, ohne entdeckt zu werden. Wer ist eigentlich Sebastian? Nein, wir sind noch nicht in der Mission. Okay, gut, Freunde. Dann war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.
Ach so, Ablenkung, Münze, Werkzeug. Steht da beim Dietrich noch was dazu? Nee, okay. Jo, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, peace out, eure Kunst-Dayplay. Ciao.